Sonntag ein kurzes Update bezüglich Masken für alle Zeugen Coronas. Ich leide ja oft da momentan etwas, wie soll man sagen, ich kann oft nicht so gut schlafen und die Nächte nutze ich dann oft aus, unter anderem um Recherche zu betreiben. Und ich habe einmal den Begriff dänische Maskenstudie einmal eingeben. Es gibt eine wissenschaftliche Studie, unter anderem mehrere Studien. Ist gar nicht so leicht, dass man das heute in der Zensurwelt findet. Was ist in der dänischen Maskenstudie gegangen? Man hat, glaube ich, insgesamt 6000 Probanden einen Monat lang getestet, auch mit Maske, auch ohne Maske. Und dann hat man geschaut, ob es eine wissenschaftliche Signifikanz, sprich eine statistische signifikanten Unterschied gibt bezüglich Infektionsrate und so weiter und so fort, mit oder ohne Maske. Das Ergebnis ist natürlich darauf gekommen, dass es keinen signifikanten Unterschied macht. Sehr interessant, ich habe es doch auch verlinkt. Dann habe ich eine Homepage gefunden eines Hausarztes, eines sogenannten Dr. Ghani. Der hat einiges aufgelistet und der hat das ganze Thema einmal so, würde ich sagen, so fachgerecht und so seriös und sachlich und umfangreich aufgelistet. Sei es jetzt Intensivbettenauslastung, Vergleich mit den letzten Jahren und heuer. Auch hier sieht man keine signifikanten Unterschiede und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man sich dann ein bisschen hineinlehnt in das Thema und ein bisschen forscht und seine eigenen Predigtschallplatten, ich bin ja nicht da gefährdet, einfach hinterfragt und das gemäß den Fakten korrigiert, dann kommt man sehr schnell zu einem anderen Bild. Einem Bild, das was natürlich ganz gegengesetzt zu den öffentlich-rechtlichen Medien ist. Was natürlich auch wichtig ist, immer mehr Virologen und Fachspezialisten und Wissenschaftler haben natürlich ganz eine andere Sichtweise wie die Heiligen Drei Könige, Drosten, Wille und Co. Also die Kreise derer, die was das kritisch sehen, aus wissenschaftlich, gerade aus Fachkreisen, werden immer größer. Ah, ich habe das aufgelistet, wie viele Ärzte und Virologen rein im deutschen Sprachraum es gibt. Das ist eine elendlange Liste. Nur man hört nicht in den öffentlichen rechtlichen Medien, weil es politisch halt nicht gewollt ist. Weil natürlich der Zeuge Coronas an die heilige Schutzimpfung glaubt und so weiter. Und man will dann natürlich einen Plan durchziehen, der was natürlich für die Menschen überhaupt nicht gut ist. Ja, gut, und somit belasse ich es schon und rufe wirklich dazu auf, mal selber zu recherchieren, gerade diese verlinkte Internetseite anzuschauen, wo es wirklich nicht um Ideologie geht, sondern wirklich um Information und wertvolle, sachgerechte Information, nicht solche hohlen Propagandaphrasen, was man einfach in die Öffentlich-Rechtlichen hört, sondern wirklich, wo man wirklich in die Tiefe geht und wirklich seriös wissenschaftlich forscht. Und mich freut es, dass es so viele Menschen gibt, die es wirklich nur einen von Gott gegebenen Hausverstand und einer Logik einsetzen und kombiniert mit einem guten Charakter kann natürlich nicht schlecht rauskommen. Also, somit einen wunderschönen Sonntag. Euch allen.